So, Leute, ich werde diese Formel, das ist der Kraftstoß, die werde ich auf die Angabe der Kurzarbeit schreiben und die anderen Formeln nicht, weil mit mehr braucht es nicht. Wenn ihr hier geteilt durch Delta T macht, dann habt ihr nämlich F ist M mal Delta V durch Delta T und das war doch die Beschleunigung. Und dann kommt ihr auf F ist M mal A. Ja? Also wichtig. Die Formel ist wichtig, die Formel ist gegeben. Ihr könnt die F ist M mal A auch auswendig lernen, aber eigentlich kann man sich mit diesen Teilen herleiten. Und dann gibt es nicht mehr viel. Dann gibt es noch V ist Delta S durch Delta T und A ist Delta V durch Delta T. Naja, Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit. Ich bewege mich mit 17 Kilometer pro Stunde und Beschleunigung ist, da geht es immer darum, ich werde schneller. Ja? Delta meint eben so von mit dem Radl, ich fahre 10 Kilometer pro Stunde und dann irgendwann 20 Kilometer pro Stunde. Also 10 Kilometer pro Stunde werde ich schneller und die Zeit, wie lange brauche ich? Weil das ist ja die Beschleunigung. Brauche ich da ewig oder brauche ich da ja, zum Beispiel 17 Sekunden? Und übliche Physikergemeinheit, das immer erst in Meter pro Sekunde umrechnen. Viel schwieriger wird das alles nicht. Montag üben wir es nochmal. Und also wie gesagt, die Formel wird angegeben. Die drei lernen da auswendig und fertig.